Moinsens und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast Reloaded. Wir befinden uns hier vor dem Security-Raum, haben im letzten Part die Karte von einem körperlich beeinträchtigten Menschen geholt, der im Rollstuhl saß, und begeben uns jetzt in den Security-Raum. Immer schön zumachen, liebe Kinder. Mal gucken, was passiert, wenn ich die auflasse. Die geht von Auto alleine zu. Okay, so eine schöne Tür möchte ich auch. Please, my friends, achtet auf den Reitbildschirm. Ihr seht's. Le blöde Priester macht den Strom aus. Und was jetzt kommt, ist nicht so schön, denn jetzt kommt Tom. Hier sehen wir auch linke Maustaste zum Verstecken. Denn jetzt kommt Tom an. Ihr seht, er kommt hier angeschlurft mit seinen fetten Schritten. Der wuchtet sich einmal gegen die Tür, dass sie nicht sofort einbricht. Ihr seht, die Tür hält wirklich ein Nilpferd aus. Sexy. Das kommt auf fatporn.com, Leute. Immer nachgucken. Sie seid? Frag mich nicht, wahrscheinlich. Ich schau mal lieber nicht nach. Oh, scheiße. Ich glaube, das war eine falsche Entscheidung. Ja, du warst ein wenig voreilig. Pyralik. Wie sprint ich? Mit Shift. Das hatte ich auch noch nie. Warum ist die Schranktür jetzt wieder ganz? Kommt der Fette noch? Ich gerade wirklich eine kleine Gänsehaut. Fetti? Du warst so intelligent. Also. Fetti? Sonnenschein? Sonne meines dunklen Lebens, wehe dir. Wenn du das jetzt machst, ich schwöre dir, ich komme, ich werde dich finden. Ich habe gerade wirklich ein bisschen Gänsehaut, liebe Zuschauer. Der findet uns nicht. Oh. Allein um nochmal diesen hübschen Hintern zu sehen, hat sich diese Aktion doch gelohnt. Jetzt lassen wir uns aber wirklich Zeit. Jetzt geht er auch. Zeit lassen. So, ich zerstöre die Stimmung. Jetzt ist er nämlich auch weg. Was sage ich? Jetzt ist er weg. Also richtig gut hört sich das immer noch nicht an. Was ist das denn? War ich, glaube ich, auch noch nie, oder? Ach, eine weitere Mappe, das ist ja schön. Was war Maustaste J, ne? Von Helen Grant an Group 8416 at MerkovCorp.lu. Betreff Projekt Wallrider, Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens oder der Merkov Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiteren Verlustes. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle oder Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granat. Die war eine Granate, die Frau. Ja. Merkov Schadensabteilung. Habe ich bisher noch nie, muss ich ehrlich sagen. Und über eine Batterie wäre ich inzwischen auch mal glücklich. Wo ging es hier raus? Ach, da vorne.
Hier war ich auch noch nie. Mir tun sich gerade völlig neue Wege auf. Achso, und hier war ich gerade. Natürlich geht's ja auch nicht raus und unsere erste Batterie ist bald leer. Oh, wie schön. Oh, wie schön ist Panama. Da werden alle Träume wahr. Okay, mal im Ernst, über eine Batterie wäre ich jetzt gar nicht mal so unglücklich. Wenn es dir wieder gut geht, sag mir Bescheid. Ja. Jo. Nächste Mappe. M-Cultra-Programm, CIA-Dokument Nummer 190691, S.1, Seite 1, Auszug, an Akte, Betreff hypnotische Experimente und Forschungen, 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschungen in Gebäude 13 im Mount Massive Preverse in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce führte die Anweisung genau aus, feuerte die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber im wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegengenommen wollte. Dies stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Deine Lieblingsstelle, ne? Ja. Warte nicht da lang. Och nö. Der muss die erstmal aufbrechen. Warte. Der kommt nämlich gleich von da drüben hier irgendwo. Wenn der jetzt mal nicht, wenn der mal kommen könnte, wäre ganz gut. Ah. Erstmal öffnen. Wehe dem. So ein Wichser. Verwirrt. Macht man nix. Mit zu wenig Batterie, da stirbt man einfach mal schnell. Ich war halt so voll in Panik, weil meine eine Batterie voll leer war. Mann. Oh, es geht ja nicht komplett aus. Toll. Warte, ich musste erst hier rein. Ich finde es ja schon wieder, mich immer im Dunkeln verfolgen kann mit seinen Katzenaugen. Rennen. So, das machen wir jetzt ganz anders. Viel souveräner machen wir das jetzt. So, da ist er nämlich. Deswegen. Und da kam der nämlich. Gehen wir jetzt hier rein. Dann müssen wir uns jetzt mal beeilen. Sonst geht meine Batterie nämlich auch gleich aus. Mann, wo ist der? Also, wo geht's hier weiter? Ich glaube hier. Beeilung. Komm. Warte, erstmal die Batterie aufladen. Mach mal das an.
Ist immer wieder Spaß wie Outlast, ne? Ein Vergnügen für die ganze Familie. Mama de... Oh oh. Mama de mia. Alter Vater, ey, und die Oma noch mit dazu, ey. Meine Güte. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich sag's immer wieder, das ist meine absolute Hassstelle hier. Meine absolute Hassstelle. Ich weiß noch, wie ich am Anfang da einfach... Ich hatte nix halt. Da habe mich da langsam vorgetastet. Also, ihr habt's gesehen, wir müssen jetzt eigentlich nur noch dieses Teil aktivieren. Weil wir schon alles aktiviert haben. Dann machen wir das einfach mal ganz kurz. Nein, 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 nein. Oh Gott. Geh wieder. Go back. Weißt du, wie lustig du dich anhörst? Ich bin seelisch geschändet. Seelisch und moralisch geht's mir echt dreckig gerade. I don't want to play this game anymore. Boah, Alter, ich wette mit dir, irgendwie gibt's einen Bug, wie man sich hier hochbacken kann, dass man dann hier rüberkommt. Anders kann ich mir nicht vorstellen, wie man hier zum Secret Exit kommen soll. I don't wanna play this game anymore. Aber von da oben kamen wir. Warte mal, da steht doch noch was hier, genau. Proclaim the Gospel. Hast du eine Notiz gegeben? Aber warte mal, was mir noch einfällt. Wo du eine Notiz vergessen hast. Das war der Typ auf dem Scheißhaus. Den es beim Kacken zerfetzt hat. Ich kenne das ja, wenn der Druck zu übermächtig wird, Leute, immer locker lassen. Ah ja. Oder hast du das schon, warte mal, Enver-Notiz, ne? Großer Dreckskerl. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Ja, normalerweise sollten wir jetzt eine Notiz bekommen, dass hier steht, dass der Typ beim Scheißen zerfetzt wurde, sag ich doch. So, ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesenbeiner getötet, er sieht aus, als wäre sein Kopf in einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Oh. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindgrabscher seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich mal zu meinem Wohl tut. Habt ihr jetzt gesehen, Leute? Wir sind erstmal out of batteries. Und mich würde interessieren, how can I claim this place here? Warte. Wetten, das ging noch früher mal oder sowas. Denkt dran, der Max hat es euch ja gesagt, jetzt wird hier schnell der Secret Exit reingeschnitten. Dass man hier... Was heißt es eigentlich, proclaim the Gospel? Siehst du. Das heißt dann alles klar. Genau. Jo, warte, dann mache ich jetzt einfach mal kurz weiter. Aber ich weiß noch, wie ich mich ja voll von der Lampe erschrocken habe. Lampe. Ja, wir müssen weitermachen, Leute, es hilft alles nichts. So, kann man inzwischen in den Raum zum Fetten rein? Ich will zum Fetten! Da soll mir ruhig mal was abgeben. So. Tür ist ja aus den Angeln gefallen worden. Und jetzt kommt der Priester. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tailing his truth into the unbeliever.
bam, bam, bam. Yay. Was wir jetzt in knapp 2 Parts geschafft haben, habe ich damals knapp in 3 geschafft, mit Überlänge. Ich habe damals für die Stelle unten allein schon einen ganzen Part gebraucht. Also wer das Let's Play sich jetzt nochmal anschaut, Leute, bitte gebt es euch nochmal in der alten Variante. Das war um Klassen besser als das jetzt. Falls es sich überhaupt jemand anguckt. Auf Triple Uncut. Ich würde es gerne auf Triple LP lassen. Also dass wir da sowas haben jetzt, das nennen wir Outlast 2.0. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Kann ich hier raus? Danke, Bro. Dem ist irgendwas nicht mehr so ganz in Ordnung. Ciao. Aber auch nur so ein bisschen. Ich frage mich, der Typ, der hier gerade ankam, ne? Ist er wieder hier rein oder was? Ihr seht, es sind viele verschlossene Türen in Outlast. Hey Sunshine, komm her. Der sieht echt süß aus, ne? Hm. Allerdings. Die sehen alle sehr süß aus. Finch. Findest nicht? Die sehen auch gut aus, ne? Was sieht da unten? Guck mal, der fingert sich ein. Okay. Das sieht doch lustig aus, ne? Ja. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Ah, da geht's weiter. Jumpscare. Langsam müsste ich mal meine erste Batterie finden, sonst wird es langsam echt bitter für uns werden. Ja. Der lässt uns auch mal ganz, ganz schön alleine. Ah, jetzt ist schon der Part 20 Minuten erreicht. Dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns gleich beim nächsten Mal wieder, wenn der Max wieder übernimmt. Bis dann, haut rein. Überdeben, es ist ja überdeben. Ciao.